Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte mich heute ganz bewusst in Sachen Corona an Sie wenden. Nun steht ein sonniger Samstag bevor und wir haben zur Stunde 69 mit Corona infizierte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Diese Krise ist nicht weit weg, sie findet auch in unserem Landkreis statt. Alleine von Freitag auf Samstag, also von gestern auf heute, haben wir 12 neue Fälle. Und in 3 Tagen hat sich die Fallzahl verdoppelt. Noch einmal, Corona ist nicht weit weg, Corona passiert vor unserer Haustür. Ich habe deswegen die Bitte auch bei dem schönen Wetter, dass Sie die Ausgangssperre beachten, dass Sie zu Hause bleiben, außer natürlich Sie treiben Sport oder ein Spaziergang, am besten alleine, steht auf dem Programm. Bitte halten Sie sich an die Regeln. Sie wissen, und ich möchte daran erinnern, es geht darum, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Auch in unserem Klinikum in Lichtenfels liegen mit Coronavirus infizierte Personen und es werden täglich mehr. Wir haben inzwischen die Intensivstation in einen Corona- und Nicht-Corona-Bereich getrennt. Andere Maßnahmen sind in Vorbereitung und in der Umsetzung, weil sich diese Krise vor unserer Haustür abspielt. Wir wollen sicherstellen, dass jeder, der an Corona erkrankt und beatmet werden muss, bestens versorgt wird. Und das kann nur gelingen, wenn Sie sich an die Ausgangssperre halten, wenn Sie persönlich Disziplin zeigen, wenn Sie, um es kurz zu sagen, zu Hause bleiben. Darum darf ich Sie inständig bitten und wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Tag und ein gutes Wochenende.